Ja, hallo, hier ist Gruffel und ich muss leider diesen Part etwas nachkommentieren, da ich leider ein mieses Hintergrundrauschen habe. Zuerst dachte ich, okay, ja, das Rauschen filterst du später raus, ist nicht so schlimm. Aber es war doch stärker, als ich es angenommen habe, von daher bin ich kaum zu verstehen. Und wenn ich es rausfiltere, dann, ja, entweder ich filter so stark raus, dass ich halt nicht mehr zu hören bin. Das hat dann wenig Sinn. Oder ich filter das nur halbwegs raus, bin sehr schlecht zu verstehen und davon habt ihr eigentlich auch nichts. Von daher kommentiere ich jetzt einfach mal nach. Hoffe halt, dass es halbwegs klappt. Also, das wird dann die nächsten zwei Parts auch nicht anders werden, da ich die drei Parts am Stück aufgenommen habe und leider die ganze Zeit das Rauschen im Hintergrund habe. Ja, ach, da haben wir Flugpilz und der könnte vielleicht in dem Level nützlich sein. Ja, dass ich dieses Level gespielt habe, ist an sich schon ewig her. Von daher hatte ich eigentlich auch nicht vor, es nochmal nachzukommentieren. Ich habe ja alles live eingesprochen damals. Ich kenne das Level jetzt wieder vom Münzen sammeln, von daher ist es doch nicht mehr ganz so lange her, wie jetzt, wie halt der Moment, in dem ich jetzt hier gerade gespielt habe, sozusagen. Ja. Und ich weiß, dass ich schlecht bin im Nachkommentieren. Das ist einfach nicht meine Welt, das Nachkommentieren. Ja, rechts hat auch ein Pfeil hingezeigt. Ah ja, genau. Hier habe ich beim ersten Mal gedacht, ich falle runter, aber da unten ist ein unsichtbarer Boden, aber nicht überall. Also das mit den Münzen halt gekennzeichnet, wie schon mal. Von daher kann man die Münze ganz gut sammeln, auch wenn da unten eigentlich ein Abgrund, wie es aussieht, ist. Aber es ist halt nicht so. Ja. Gut, da habe ich jetzt gespoilert, obwohl ich das zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht wusste. Auch lustig, nicht wahr? Ja. Prinzipiell der Rest des Levels war, glaube ich, gar nicht schwer hier. Erst am Ende kam ein bisschen was. Aber, naja. Ach ja. Einfach durchlaufen hier. Nicht von den Pinguinen treffen lassen. Aha, okay, habe ich damals nicht geschafft. Auch gut. Ja, wie man sieht, Münzen, die mal wieder den Weg markieren. Juhu. Geister, die einen auch nicht wirklich stören. Alles toll und so. Ach ja, ich habe in letzter Zeit ziemlich wenig, also eigentlich gar keine Videos die Woche jetzt fast hochgeladen, glaube ich. Ja, lag halt zum einen daran, dass ich jetzt bei Mario Kart und bei dem hier nachkommentieren muss, bei beiden zu dem Zeitpunkt ein Fehler war. Juhu. Zwar nicht, als ich es zur gleichen Zeit aufgenommen habe, aber ich bin gerade bei dem Part halt so weit angelangt, dass ich hier diesen Fehler momentan habe. Haha. Dumm, ne? Ah ja. Dementsprechend konnte ich weder das eine noch das andere momentan hochladen. Auch wenn ich von dem Mario-Zeug einiges halt voraufgenommen, also ja, schon voraufgenommen habe sozusagen, aber es bringt ja nichts. Ich kann ja nicht zwischendurch einfach drei Parts weglassen. Ja, und immer wenn ich jetzt die Woche halt aufnehmen wollte, dann kam irgendwas dazwischen. Und ich habe ja auch nicht ewig Zeit, also ich muss ja auch nebenbei arbeiten, ist klar. Und andere Sachen wollen halt auch ihre Zeit in Anspruch nehmen, sag ich mal so. Ist es halt auch nur ein Hobby, aber ich hätte trotzdem halt gerne mehr hochgeladen hier. Das ist halt so, lässt sich nicht vermeiden, dass es halt mal ein bisschen untergeht, wenn halt wir live ruft. Zum Glück bin ich jetzt auch noch nicht so irgendwie bekannt, dass es jetzt 1000 Buhrufe oder so geben würde. Es kam eigentlich überhaupt keiner, das ist ziemlich gut. Das heißt wenigstens, dass ihr das nicht als meine Pflicht seht, täglich was hochzuladen. Das bin ich euch auf jeden Fall dankbar dafür. Wie gesagt, ich versuche trotzdem demnächst wieder mehr hochzuladen, aber momentan kam ich halt noch nicht dazu. Wie gesagt, erstmal muss ich jetzt hier nachsynchronisieren und dann. Ja, mal gucken. Ach ja, genau. Dieser komische Block da unten macht die Röhre rechts weg. Das heißt, dann hätten wir die Münze nicht mehr gekriegt. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht.
Aber wir müssen halt schnell genug auf den Wickler rauf, um halt, damit er nicht nochmal umdreht. Und das hat nicht geklappt. Haha, top. Oder auch nicht top. Ja. Das war eine ziemlich miese Idee. Da unten scheint Manchas oder so zu sein. Auf jeden Fall kann nur der Wickler da langlaufen, ich nicht. Aber das musste man zu dem Zeitpunkt erstmal rausfinden, nicht wahr? Ja, und wie gesagt, die Aufnahme ist an sich ewig her. Ich weiß nicht mehr, was damals so abgelaufen ist. Außer ich sehe es halt halbwegs, dann fällt mir ein Teil wieder ein. Aber das meiste ist jetzt nicht mehr da. Ja, ich lasse halt das Video jetzt über den VLC ablaufen. Hab den Kanal gesperrt, wo ich... also ich habe ja auch zwei Kanäle, nehme ich ja mal auf, das wisst ihr ja. Einer für Ingame und einer für Mikrofon. Was halt normalerweise zu einer schlechteren Sprachqualität bei mir führt. Dürfte diesmal nicht der Fall sein. Weil ich diesmal das Mikrofon ja direkt aufnehme. Das ist aber auch der einzigste Vorteil hieran. Das heißt, Live-Kommentar ist gerade nicht mehr da. Der war doof. Ja. Ich weiß nicht, so nachkommentieren, das liegt mir wirklich überhaupt nicht. Das habt ihr bestimmt auch schon festgestellt. Jedes Mal, wenn ich nachkommentieren musste, geht's irgendwie schief. Feuerball, bleib weg von mir. Danke. Ich weiß auch beim Nachkommentieren immer nicht wirklich, was ich erzählen soll. Und ich vergesse auch immer sehr schnell wieder, was ich vorher gesagt habe, da ich einfach versuche halt noch irgendwas zum Spiel nur mitzusagen. Und ja, der dumme Wickler läuft jetzt ganz bis zum Start zurück. Da haben wir jetzt natürlich ewig Zeit hier mit diesem Mini-Wickler zu spielen. Vorlaufen können wir ja leider nicht, wie wir ja wissen. Aber der Wickler kommt auf jeden Fall nochmal zurück. Da ist er. Hallo, großer, blöder Wickler. Holen wir uns auch endlich wieder mal ab, ja? Hätten wir fast unseren kleinen Luigi vergessen, oder was? Ja. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Münzen ich bei dem Versuch gesammelt habe. Ich hoffe alle, damit ich dieses Level nicht nochmal machen muss. Aber naja. Ein Pilz. Ja, den Aufwand auch gleich wieder, um an die Münzen zu kommen. Um den Wickler noch zu kriegen. Sonst hätten wir hier ein Problem gehabt. Ja, das... Ja, wir müssen halt auf den Wickler bleiben, weil ich will nie wissen, was kommt. Hoch kommen wir auch nicht, wie es aussieht. Nee. Passt da nicht. Der Wickler ist weg. Unsichtbare Wand. Juhu. Und in die Röhre ging es rein. Ja, es ist immer schön, wenn es 1000 Wege gibt. Ach, wir haben alle Münzen. Gut, dann müssen wir gar nicht mehr 1000 Wege probieren. Auch gut. Ja. Halbwegs können wir zwar sehen, was unten ist, aber wir nehmen trotzdem lieber unseren Wicklerbus oder wie auch immer man ihn nennen soll. Nicht, dass wir irgendwo in den Tod stürzen, so wie der Rest da passiert wäre scheinbar. Ja. Gut. An sich nur Sachen zum Ausweichen. Mal gucken. Ich glaube, hier ging es mit diesem Wiggler-Spiel weiter wie oben auch schon. Ewig warten und so. Aber naja. Versuchen wir es erstmal. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals hier getan habe. Das ist total dumm. Weil ich sehe jetzt genau wie ihr das Video und... Ja, kann mir meine Kommentare dazu sozusagen überlegen. Weiß aber nicht mehr, wie ich gehandelt habe. Wenn ich jetzt hier was aufgenommen hätte und ich würde sofort danach das nachkommentieren, hätte das halt den Vorteil, ich könnte sagen, was ich vorhab. Aber, ja... Es wäre dann halt nicht spontan. Jetzt muss ich halt spontan zu dem was sagen, was ich sehen kann. So, und die Wolke müssen wir mal töten. Wenn der Wickler mal wieder zurückkommt. Da kommt er. Gut. Na dann runter. Ha, der okay, hat die Wolke getötet. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht von diesem Eis getroffen werden. Oder von den Goombas. Haha. Ja. Das war an der Stelle etwas zu viel für mich zu dem Zeitpunkt. Da habe ich damals nur auf die Eisbälle, glaube ich, geachtet und nicht auf die Goombas. Was auch ein Fehler war. Aber naja, gut.
Man kann nicht alles haben. Und wir haben keinen Checkpoint gehabt. Das heißt, das ganze Spiel von vorne. Jubidibidu. Oder auch nicht. Doof. So, Wegler, komm her. Na komm, Wegler. Freu dir das drauf und lauf weiter. Ja, Münze holen. Hopp. Tor aufmachen. Gut, weiter geht es. Schade, dass wir Wegler nicht einfach so zum Umdrehen bewegen können, aber naja, das ist halt so. Unser lieber Wegler. Obwohl, manchmal ist er auch nicht lieb, aber der Große ist lieb, der verletzt uns nicht. Die Kleinen verletzen uns, glaube ich. Ja, danke. So, hier müssen. So, hier ist keine Münze, das heißt, wir können versuchen, sofort das zu öffnen, um auf Wegler drauf zu bleiben. Haha. Hat gepasst. Ja, jetzt können wir versuchen, die Blume zu nehmen. Die bloß Eis hilft uns hier oben nicht weiter. Das blockiert uns eher den Weg, wenn wir das benutzt hätten. Naja, egal. Ja, nach oben geht's nicht. In die Röhre geht's rein. Das wissen wir ja schon. Ach, die Münze. Ja, jetzt geht's wieder auf den Wegler. Na komm, Wegler, komm her. So, wir reiten auf dem Wegler, juhu. Ich mag zwar Yoshi Leber, aber Wegler ist auch okay. Schade, dass man ihn nicht steuern kann. Ne? Ach ja. So, Koopa verschwinde, danke. So, der war doof. Warum auch immer da ein unsichtbarer Block war. Der war auch echt unnötig an der Stelle. Aber naja. Was soll's, nicht wahr? Kann man ja nicht ändern. So, aber die Stelle ist doof. Da kann man auch nur als Kleiner wirklich rüberhüpfen. Als Großer überlebt man da immer irgendwas. Entweder halt das Großsein oder die Feuerblume, nicht wahr? Gut. Ey, nein, jetzt wird er nochmal umgedreht. Willkommen in der Ewigkeit. Wir warten auf den Wegler. Yeah. Und wir sehen dieses dämliche Leben an uns vorbeiziehen. Tschüss, Leben. Tschüss. Ach ja. Komm, Wegler. Beeil dich doch mal. Hast du schon Rente beantragt oder was ist mit dir los? Da ist er. Juhu. Gut, diesmal sind wir groß. Diesmal sollten wir es schaffen, auch wenn wir getroffen werden. Was wir hoffentlich nicht werden, aber naja, mal gucken. Ja, passt. Gut. Und jetzt unter Beschuss von allen Seiten. Gut, die Eisbälle kamen nicht an. Die Goombas werden vom Wegler getötet, auch nicht schlimm. Ach, da ist das Ziel. Okay. So. Viel kommt jetzt nicht mehr, das heißt, der Part ist an sich hier zu Ende. Ja, der Part an sich verlief halbwegs erfolgreich. Zwei Level sind abgeschlossen. Leider halt nachkommentiert jetzt, aber daran kann ich nichts ändern. Ja, ihr werdet das Video wahrscheinlich morgen sehen. Das heißt, ich habe es dann heute nachkommentiert. Für euch ist das halt heute und ich habe gestern nachkommentiert. Ist aber auch egal. Gut, man sieht sich beim nächsten Mal. Euer Gruffel, ciao. Dann halt in Welt 6.4. Gut, ciao.